So, weiter geht's mit dem Tag. Genug Nightlife für heute. Machen wir uns das Beste aus dem Tag, ne? Team Vortex Crew ist jetzt Stufe 7. Das hört man gerne. Also, was machen wir denn jetzt hier? Hafendrifter, oder? Ein Freund in Not. Wir haben ein bisschen wenig Para, aber. Ich denke mal, wir machen das jetzt. Zuerst ein bisschen driften. Oh yeah. Flexen mit dem Wagen. Ich habe noch kein einziges Driftrennen mit dem gemacht. Oh, jetzt ballert er schon. Ziel 306 km/h, okay. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben dafür. Wo ist hier der Flamingo? Wo hängt dieser Flamingo rum? Da hinten. Habe ich jetzt wirklich? Ich habe wirklich den Bagger kaputt gemacht. Krass. Man merkt so ein bisschen, dass es so ein bisschen Battlefield Engine wirklich drin ist, wo man fast alles kaputt machen kann. Komm schon, wie schnell zieht jetzt die Karre? Ich hoffe, wir schaffen das Drift-Rennen. Und dass es nicht so ausgeht wie die anderen. Boah! Frontal ein in my face. Noch irgendwie geschafft zu holen. Es hat mir einfach viel zu viel Verkehr hier. Okay, das wird schwierig hier. Probieren können wir es. Oh, bergab geht der Wagen richtig rum, steil. Probieren. Wenn das nicht hinhaut. Es ist nicht mehr weit. Komm schon. Oh, dein Ericsson. Meine Güte. Richtig geiler Sound. Fahren wir jetzt zusammen zum Hafen hin, ne? Wie lange bist du schon in der Stadt? Ein paar Jahre. Ich habe früher in Aspen gelebt. Bist du da auch gefahren? Ja. Allerdings Snowboard. Slopestyle. Bis mein Knie nicht mehr mitgemacht hat. Oh, scheiße. Naja, ich fahre hier zwar keine Kurven im Schnee, aber es ist verdammt nah dran. Vor allem seitdem du mich so antreibst. Das klingt, als wäre das hier ein Wettkampf zwischen uns. Ist es ja auch. Den ich aber gewinnen werde. Nächste fahren wir rechts. Guck, ich muss immer die Handbremse ziehen. Wegen dir. Wir sind da. Echt? Gleich geht's links ab. Oh Mann, ey.
vielleicht mal ein bisschen vom Gas. Dieser Kurs zeigt vielen Fahrern ihre Grenzen auf. Geh mal ein bisschen vom Gas. Der Typ. So, let's fucking go. Dann zeig mal, ob du dem Druck standhältst. Ich denke schon. Oh, wir haben keine Tagesherausforderung ausgewählt. Ach, du Kacke. Ganz ehrlich, das überrascht mich jetzt nicht. Ey, ich hab Zeit, Digga. Chill, chill. Ich muss Tempo aufbauen. Mit dem Wagen geht das nicht anders. Okay. Sehr gut. Ich muss ein anderes Fahrwerk runterpacken. Eieieiei. Nee, das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts, Freunde. So wie das Auto jetzt konfiguriert ist, bringt das null. Wo ist der nächste? Hier unten. Ja, schnell reißen. Kurz die Ziele noch auswählen und dann... Garage aufsuchen. Komm schon. Dads Camaro sieht immer noch schlimm aus. Gib also Bescheid, wenn du den Grill hast, ja? Ja, ich geb dir Bescheid, nur ich muss auch Ziele auswählen, sonst wird das nichts. Jetzt müssen wir dorthin fahren, ne? Sonst wird das nix. Aber jetzt machen wir die Story, weil das andere Rennen, dafür brauche ich ein besseres anderes Fahrwerk, eine andere Config. Ich glaube, das schaffen wir jetzt ohne Probleme. Aus dem Weg! Ihr schlicht, einfach geschlichteten Menschen, die sich nur einen Leasingwagen leisten können. Autsch. Das ist die Rache dafür, wenn man so herablassen will. Ach so, der Bagger ist dort, weil die Strommasten so schief da rumhängen. Echt geil gemacht. Kannst du auch in den sechsten Gang schalten? Jetzt. Jetzt, wo es bergab geht. Irgendwie mag die Animation mit der Zeit nicht mehr, ne? Merke ich. So. Es wird ein bisschen verpixelt. Scheibe komplett zerdeppert. Ein Freund in Not. Mission gestartet. Wenn ein Bratan in Not ist, dann wird geholfen. Hat Lukas dich nach einem Grill für ein Camaro Classic gefragt? Jo, aber ich meinte, er ist zu lange aus dem Business raus.
Und ich mache nicht mit jedem Geschäfte. Kann ich dich irgendwie umstimmen? Na sicher. Aber erst musst du gegen mich gewinnen. Mit deiner Blechbüchse? Ernsthaft? War das dem Typ sein Ernst? Okay, wir fahren gegen den AMG. Er ist auch dabei. Alles klar. Ein Toyota Corolla. Was ist da vorne? Sollte klar gehen. Ich hoffe, du hast mehr zu bieten als dieser abgehalfterte Schrauber. Ja, sicher habe ich das. Huch! Gleich mal von der Strecke weg. Okay, das sind die Offroads. Merke ich gerade. Ich dachte, das hätten sie abgeschafft, aber anscheinend doch nicht. Zu schade fast. Wirklich zu schade. Aber die Offroader sollten ja auch nicht zu kurz kommen. Mich persönlich nervt dieser Offroad-Modus gewaltig, weil er ist einfach nicht gerade wirklich für mich gemacht. Das ist so ein Modus, den für Rallye-Fahrer, ich bin kein Rallye-Fahrer, ich bin Street-Racer, Tuner. Definitiv nicht sowas. Vor allem, wenn man nicht schneller als 200 fahren kann und da vorne ein fucking AMG ist. Und mich endlich überholt habe. Ich spiele nur Katz und Maus mit dir. Kann ich nicht driften? Ah, doch. So, spielst du mit mir Katz und Maus? Warum bist du dann letzter? AMG geht mir auf die Nüsse. So wie die Palme. Du gehst mir nicht auf die Nüsse, sondern auf die Palme. Nell. Okay, er kann einfach mal an mir vorbei driften. Ja, Mann. Jetzt wäre das letzte Nitro aufgefüllt. Warum wechselt der Typ? Warum schaltet der immer in dem sechsten Gang, wenn ich noch im fünften? Du hast heute offenbar Glück. Offenbar, ja. Ich denke auch, dass ich Glück habe, ne? Der Pullock mit Luck. Wenn ich so sehe, wie du fährst. Oh, Odell hat überholt. Hallo, Odell. Schön, dass ich dich überrunde, ne? Jetzt habe ich es gecheckt, mit dem Offroad muss man die Handbremse ziehen. So, geschafft. Gut gefahren. Danke. Und jetzt willst du wohl den Grill. Jawohl. Oder? Am besten einen Grill zum Grillieren und einen Grill für das Auto, ne? Ich kann beides gerade gut gebrauchen. Was zur Hölle? Ist nicht seine Schuld. Ich habe ihn weggeschickt. Was? Warum? Wie er schon sagte, ich bin wählerisch, mit wem ich Geschäfte mache. Und du bist? Die Person, die du wirklich beeindrucken wolltest. Dein Grill ist auf dem Weg zu Riveras Werkstatt. Woher weißt du, dass ich da wohne? Deine Polizeifunk-App hat noch mehr Funktionen. Tja, für mich zumindest. Du hast sie gehackt? Programmiert. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Oha. 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 Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Das nenne ich doch mal nice. Jenny 2. Hä? Huh?
Also, was muss ich hier für Rennen gewinnen? Über 240, ja. Probieren wir's. Wir haben ja einen guten GTR. Und einen schlechten Fahrer. Herausforderung. Beginne einen neuen Tag, um die Questreihe voranzubringen. Okay. Aber ich will jetzt unbedingt. Diese zwei Events schaffen. 15 Sekunden lang am Stück, hä? Wohlgemerkt. Hey, kann ich dich mal was fragen? Na los. Hast du in der Stadt vielleicht Neonflamingos gesehen? Ja, hast du. Ernsthaft? Ich dachte schon, ich verliere den Verstand. Was zur Hölle sind das für Dinger? Keine Ahnung. Ich vermeiß direkt durch sie durch. Wirklich? Ja, versuch's mal. Werd ich tun. Danke. Der Bratan wusste gar nicht, dass man durchfahren kann. Okay. Nice. So, dann sehen wir uns beim nächsten Part, wenn wir versuchen, dieses Rennen zu gewinnen. Ne?